Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfigur 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, die beiden Köfs, die sind fleißig dabei, das Getreide zu transportieren. Sehr gut, das Krokodil ist auch dabei, das ist gerade hier im Tunnel. Wir können ja mal schnell gucken gehen. Kommt ein Krokodil? Jawohl, es kommt. Gut, also das lassen wir jetzt einfach mal laufen, weil viel mehr können wir nicht machen. Wir müssen warten, bis das greift alles. Wir haben ja immerhin 22 Brötchen, haben wir, also das ist gar nicht so schlecht. Gut, dann wollen wir jetzt mal gucken, wo können wir was verbessern. Wir können wahrscheinlich an vielen Orten was verbessern. Da können wir mal diesen Reiter hier benutzen und sehen hier Überlastung. Sehr schlecht. Das wäre mal der Birkenweg in Weißwasser. Ich möchte jetzt aber eigentlich nicht einzelne Dinger haben. Moment, ich gucke mal schnell, wie wir das am besten machen. Wir machen das nachher mit dem Reiter. Ich möchte wirklich genau das hier zuerst sehen. Weil hier sehen wir schon, das Ding ist überlastet. Also, da müssen wir hier schon mal zuschlagen. Ist mit dem Reiter sicher auch machbar, aber ich mache das tatsächlich fast lieber irgendwie so, optisch. Nennen wir es mal so. Da passen 60 Leute rein. Okay, jetzt haben wir hier natürlich wieder genau in die andere Richtung die Überlastung. Das habe ich schon mal angesprochen, das Thema. Die wollen wieder alle hier hin, statt dahin. Das interessiert keinen Menschen aus der Richtung, aber aus der anderen Richtung interessiert es halt ein paar Leute. Man sieht das hier. 378 ist ein bisschen gar viel. Wie machen wir das? Das Ganze ist eingleisig. Was hast du gekostet? Oder machen wir es mal anders. Wir schauen mal schnell, wenn ich dich klone. Dann sehe ich nicht, was du kostest. Wenn ich dich ändere. Und zwar dahingehend, dass wir hier nochmal so ein Diesel-Dingens nehmen, nämlich den hier. Ja, kostet halt 6 Millionen. Dann haben wir nochmal 60. Müssen wir eigentlich was machen. Machen wir mal. Zack, okay, Doppeltraktion ändern. Sauber. Das müsste eigentlich bereits passiert sein. Jawohl, da haben wir den ganzen Zug in voller Länge. Sauber, jetzt passen hier rein 120. Das heißt, das müsste hier hinten dann funktionieren. Komisch finde ich, dass hier kein Überlastungs... Aha, doch. Jetzt. Vorher war hier kein Zeichen von wegen Überlastung. Jetzt haben wir es. Das haben wir jetzt aber angegangen. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal hier. Eben, man sieht es ja wirklich optisch auch. Überall, wo halt viele Leute stehen. Zum Beispiel hier. Da sind wir zumindest kurz vor der Überlastung. Das ist er hier. Da haben wir auch gesagt, da müsste man eigentlich auch nochmal zuschlagen. Der hat ja noch weitere Wagen bekommen. Aber auch hier haben wir das Problem. Direkt Mazerat hier in, was ist das hier, Reitwein. Da haben wir tonnenweise Leute für die Strecke. Der fährt hier nach Dingens, hier, genau nach Mazerat halt. Und wenn wir jetzt hier gucken. Ah, okay. Das ist ja schön. Jetzt haben wir tatsächlich mal eine Linie, wo wir auf beiden Seiten eine Überlastung haben. Ja, dann müssen wir natürlich nicht lange überlegen, sondern wir schauen schnell. Der hat hier ein paar Wagen. Wir machen das natürlich jetzt mit zwei Zügen. Und vielleicht sogar eine andere Lokomotive, damit wir ein bisschen mehr Tempo und Kraft haben. Wir haben ja Geld. Ich gucke mal, Fahrzeuge verwalten. Wir kommen natürlich jetzt wieder in den Bereich, wo das ewig viel kostet. Also, wenn wir hier eine elektrische Lok nehmen, eine, die ein bisschen Power hat. Nicht bei den Triebwagen, sondern gerne hier. Da haben wir ja schon welche. 21 Millionen, Halleluja. 30 Millionen. Mhm. 13 Millionen, das geht eigentlich. 175. Was ist das hier? ÖBB 1014. Die ist bezahlbar. Guck mal, mit 13 Millionen würde ich glaube mal ändern. Du kommst weg. Die Kette haben wir hier noch. Da haben wir aber nicht die passenden Wagen. Ja, nehmen wir doch die Loco-Wortmarke. Warum nicht? Die unterscheiden sich vom Preis her nicht. Okay, hinzufügen. Zack, passt. Dann haben wir dich. Und dann werden wir dich aber auch noch klonen. Beziehungsweise werden wir noch nicht machen. Weil da müssen wir natürlich zuerst hier die Gleise ausbauen, dass wir zumindest einen gewissen Bereich zweigleisig haben. So, zack, so. Mal gucken, hier. Ja, fangen wir mal hier an, dass das hier zweigleisig wird. Ich würde mal fürs Erste wirklich einfach Ausweichstrecken machen. Nicht das Ganze zweigleisig, sondern den Großteil. Solange wir nur zwei Züge haben, müsste sich das eigentlich auch ausgehen. So, hier ist wahrscheinlich Feierabend, nehme ich an. Oder komme ich hier noch um eine Kurve? Nein. Also, dann nehmen wir das gleich mal als gegeben. Dann ist es hier eingleisig und wird hier vorne wieder zweigleisig. So, wieder so. Natürlich müssen wir Signale dann noch installieren. Laufen lassen könnte ich auch. Achso, das war glaube ich ein Autosave. Ich dachte gerade, warum steht da denn mein Zug? Hier wird nicht gestanden. Ja, und hier ist wieder Feierabend. Dann müssen wir das Tunnel nicht nochmal bauen. So, passt. Signale. Einmal so. Einmal so, passt ja noch ein Block hin. Jawohl. Dicke. Wo ist hier Feierabend? Hier vorne.
So, dann wird das wieder zweigleisig hier. Das heißt, einmal hier. Ja, machen wir es mal hier hin. Und auch hier reicht es noch für einen Block. So, und irgendwo hier vorne ist wieder Feuer. Das reicht eigentlich fast nochmal für einen Block. Ja, machen wir das mal so. Wegen der Schranke. Es gab noch einen guten Kommentar, nämlich, was passiert denn, wenn man keine Signale hat mit den Schranken, ob die dann offen bleiben? Nein, bleiben sie nicht. Ich weiß zwar nicht, was dann sozusagen die Schranken steuert, aber nicht die Signale. Das ist ganz klar. Also wenn wir hier eine Einspurgestrecke haben, deswegen gehen die Schranken trotzdem runter. Gut, wurde das angenommen? Jawohl, es ist zweigleisig. Dann kommen wir jetzt zum Kauf. Das wird uns hier natürlich wieder ordentlich schmälern hier. Unseren Geldbeutel. Ich möchte aber auch noch kurz gucken. Ja, der macht schon Gewinn. Okay, und ist voll besetzt. Ja, da passt dicke nochmal einer hin. Wo hatten wir denn hier das Depot? Ja, ist eigentlich irrelevant. Wir klonen den einfach. Fahrzeug verwalten. Zack, Dankeschön. Dann können wir ja schnell gucken gehen. Wo wir das Depot haben. Dann sehen wir nämlich auch, wie der rauskommt. Mit ein bisschen Glück ist das hier hinten. Nein. Ach, der Stau hier. Doch, da kommt er raus. Sehr gut, dann sind die sogar ein bisschen verteilt. Oh, schöne Lok. Gleich mal noch kurz einsteigen. Jawohl, ÖBB 1014. Überstandsmitfahrt. Zumindest bis zum Bahnhof. Schon wieder ein Autosave. Dann war das vorher aber kein Autosave. Dann war das was anderes. Ist aber auch egal. Da ein bisschen runter noch. Ja, ein bisschen nach vorn. Sehr schön. Oh, hier sind sogar, guck mal, das sind sogar die Instrumente relativ gut aufgelöst. Also zumindest diese, ja, analoge Tachoanzeige oder was das ist. Da sieht man relativ deutlich, was das ist. Hallo Fußballmannschaft. Cool. Alle einsteigen. Ihr seid aber irgendwie auf dem falschen Gleis. Auch nicht, dass ich jetzt irgendwie das falsche Ding erwischt habe. Moment. Er ist eigentlich auf der richtigen Seite. Okay, Maserat. Oh, ich habe die falsche Linie erwischt. Okay, ich wusste es doch. Oh, nö. Ah, jetzt war ich eigentlich so froh, dass beide Seiten... Nein, jetzt haben wir den auf der falschen Strecke. Den können wir eigentlich gleich wieder eintüten, den Kollegen. Weil da haben wir nur die Nachfrage von da hinten, aber von hier nicht. Das wird mir zu teuer. Nee, du musst tatsächlich wieder weichen. Tut mir leid, lieber Zug. So, zack, Schlurze so weg. Jetzt habe ich zwar das Ganze zweigleisig gemacht, aber das hat ja nicht viel gekostet. Das ist egal. Weil das kostet zu viel. Wenn wir hier die Nachfrage nicht haben... Nein, da hat der Heiße nicht richtig geguckt. So, und ihr? Was macht der hier? Ja, ja, so kann man natürlich auch Stau verursachen, wenn man meint, man muss einfach die Spur noch wechseln. Ja, hier haben wir natürlich Bahnübergang. Wobei, hier kommen nicht so viele Züge. Also das ist eigentlich egal. Aber die wollen alle da rein, aus irgendeinem Grund. Ist ja schon interessant. Gut, was haben wir denn noch an Überlastung? Wir haben jetzt hier immerhin die Lokomotive ausgetauscht. Also da müsste das Ganze ein bisschen schneller funktionieren. Moment. 289 ist auch überlastet. Okay, Regio. Das sind sie hier. Ja, dann gucken wir mal. München, Dechtow. Das hier ist Walmerod. Aha. Okay, wo fahren wir denn hier lang? Ach, das ist was Längeres. Okay, da haben wir mit Sicherheit auch Überlastung. Bist du das hier? Jawohl. Was können wir mit dir machen? Das ist alles eingleisig. Ich würde sagen, dann klonen wir dich. Weil der hat 50 von 50 dabei. Ne, wir klonen dich nicht, sondern wir ändern dich und hängen nochmal zwei Wagen ran. Das müsste dann irgendjemand hier gewesen sein. Das muss ja auch nicht der gleiche sein. Es wäre zwar nicht übel, aber... Was bist du denn? Steht das hier irgendwo? Baureihe VT650. VT650, bitte melden. Baureihe, Desiro. Der müsste schon irgendwo hier sein. Ist das ein Diesel? Das ist ein Diesel, guck mal, da haben wir sie ja. Okay, hinzufügen. Wo war das? Wo ist jetzt das Ganze markiert? Hier oben. Hinzufügen, dankeschön. Klein Oma. Okay, 3 Millionen, relativ teuer, der ganze Spaß, man sieht's. Aber jetzt haben wir eine 100er Kapazität. Zack, geändert. Danke. Wo bist du? Hier, wo warst du doch gerade noch? Hier unten schon? Ja, tatsächlich. Da ist er. So, aber der kann hier natürlich auch Leute mitnehmen. Wie viele haben wir hier? Da haben wir bei Direktwehr Berlin München wieder viele Leute. Okay, das haben wir mit der Dampflokomotive. Das ist okay. Wir können ja selber mal in München noch schnell gucken. Da haben wir Werbelin. München haben wir.
Pfaffendingens. Wo ist denn München gleich nochmal? Reitwein. Seht ihr München? Irgendwo muss doch hier München sein. Da! Gefunden. Kollege Bahnhof. Ja, das sieht nicht so schlecht aus. 134 bei der Linie. Das ist aber nicht die hier. Sondern, das wäre wahrscheinlich die, die da lang geht. Genau. Hier runter. Und da haben wir genau ihn eben. Und der hat ja Kapazitäten. Man sieht, das sind relativ fette Wagen. Ja, okay, das können wir lassen. Aber hat noch nicht noch irgendwo so eine Strecke? Ich guck mal, wir werden auch noch kurz was Neues anleiern, natürlich. Ich möchte jetzt hier nicht nur eine Bestandsaufnahme machen, in dem Sinne. Das war hier. Überlastung. Sehr schlecht. Inchenhofen, Weißwasser. Ist aber alles okay. Aber hier zum Beispiel, das Rohöl. Das würde ich mir gerne ansehen. Da hinten? Nee, doch, ist das das Rohöl? Müsste. Ja, 115. Was machen wir hier? Wer ist hier zugange? Rohöl-LKW München 2. Das ist die Strecke. Die führt hier rauf. Okay, das bist wahrscheinlich du hier. Nee, doch nicht. Rohöl-LKW München. War das die Linie? Moment, ich guck nochmal schnell. Sicher ist sicher. Wird nicht angezeigt. Jetzt wird es angezeigt. Doch. Das war genau die Linie. Nochmal kontrollieren. Halt. So. Auge. Das sind die hier. Ja gut, das sind natürlich tatsächlich ein bisschen wenig Fahrzeuge. Zumal die Kapazität nur 14 ist. Wir machen Fahrzeuge verwalten. Markieren die mal alle. So, und werden die ersetzen. Und zwar mit irgendwas, was ein bisschen mehr Power hat. Nämlich sowas in der Richtung. Oder sowas in der Richtung. Oder sowas in der Richtung. Die sind noch ein bisschen günstiger. Nehmen wir doch die hier. Okay, ersetzen wir. Dankeschön. Und dazu vielleicht nochmal ein, zwei solche. Ich würde mal sagen, noch eins. Okay. Und dann sollten wir hier auch Herr der Dinge werden. Herr der Dinge, genau. Herr der Ringe. Herr der Dinge-Ringe. Überlastung sehr schlecht. Oh, hier auch nochmal. Okay, zack. Gleich mal dahin düsen. Wo brennt's hier? Auch beim Öl. Oh, das ist aber mit dem Zug. 289. Okay, da ist aber... Nee. Ist da ein Zug drin? Nein. Da ist er unterwegs. Der hat eine gewisse Länge. Der müsste noch ein bisschen länger werden. Weil hier kriegen wir tatsächlich nicht alles weg. Das sieht man. Was hast du für eine Strecke? Sehr schöne Lokomotive möchte ich eigentlich, wenn es irgendwie geht, erhalten. Das Teil. Ja, der düst auch ein paar Meter. Der düst tatsächlich ein paar Meter. Bis hier runter. Okay. Was machen wir da? Einen zweiten Zug oder den verlängern. Das Problem ist wahrscheinlich, der ist schon am Anschlag, nehme ich an. Machen wir hier mal ersetzen. Ne, wir machen ändern. Dann ist er hier. Mittelmäßig. Wir brauchen mehr Wagen. Wir brauchen aber dann auch vielleicht nochmal so eine Lokomotive. Du bist eine elektrische Lok. Ich glaube, die war irgendwo hier unten. Ja. Such, such. Da ist sie doch. 6 Millionen. Vielleicht was anderes noch dazu, was hilft. Was ein bisschen günstiger ist. Wobei 6 Millionen für eine Elektrolok ist natürlich nicht allzu teuer. Nee. 24 Millionen. Cargo. Chemoil, das würde perfekt passen. 21 Millionen, das ist mir zu teuer, muss ich sagen. Dann hängen wir doch lieber nochmal eine zweite von der, der wir haben, ran. Diese ÖBB hier. Genau, hinzufügen. Warum nicht hier drin? Also mitten in der Mitte. Und dann nochmal 20. Immer noch bei gut. Kapazität, ja, jetzt reicht's aber. Okay, und da sieht man, das ist perfekt. Gut, ändern für 16 Millionen. Zack. Ohne Investition verdienen wir nichts. Also ändern wir das. Hier sehen wir den Zug und jetzt sieht er natürlich auch entsprechend aus. Wo haben wir denn hier die Kamera? Aha, einfach immer zuvorderst. Okay, interessant. Ja, da kann ich nichts machen. Aber nett, das ist jetzt aber ein richtig cooler Ölzug. Definitiv. So, ich würde gerne irgendwie von München aus nochmal was machen. Das ist jetzt halt schon irgendwie ein bisschen eine Stadt, die natürlich in unserem Fokus liegt. Wir gucken mal. Jetzt kann ich wieder München suchen. Das habe ich vorher schon gemacht. Eigentlich müsste ich es jetzt ja eher finden. Da hinten. Wo könnten wir hier noch hin? Da haben wir Weißwasser. Wir haben genau hier den Hafen. Ja, dann erreichen wir Weißwasser schon. Hier quer rüber haben wir noch nichts. Nach Dechtow. Haben die einen Bahnhof? Irgendwo wahrscheinlich schon. Oder auch nicht. Haben die noch keinen Bahnhof hier? Doch, da ist er. Hier, dieser kleine.
Da müsste man gucken, wie man hier reinkommt. Hier außen rumschlängeln. Und irgendwie mit einer S-Bahn oder so. Also mit einer besseren S-Bahn meinetwegen. Aber eigentlich möchte ich einen richtigen Zug haben. Wir können von hier aus natürlich noch überall hin. Wir haben überhaupt noch keine Verbindung. Also nur mit Umsteigen halt. Zum Beispiel hier rüber. Nach Reitwein und dann nach Mazerat, weil das sind alles große Städte. Hier um den See rum. Dann können wir noch in Werbelin vorbei, aber nach Werbelin haben wir eine Strecke. Aber sonst nach Reitwein haben wir, glaube ich, nichts. Das ist ja eh eine Stadt hier. Ja, die relativ ordentlich Potenzial hat. Wenn wir hier gucken, das sind nur diese beiden Linien. Dann würde ich eine Direktverbindung machen. Tatsächlich von München hier unten. Vielleicht sogar hier lang. Hier haben wir ein Gleis, das könnte man mitnehmen. Dann düsen wir hier entlang. Hier durch den Wald durch. Und hier einen Bahnhof rein. Da gibt es dann nochmal ein Gleis dazu, das ist ganz klar. Ja, machen wir das doch. Und das machen wir dann einfach mit einem relativ schönen Zug. Ich würde sagen, da gönnen wir uns dann auch etwas. Also, klappt das denn überhaupt? Wenn wir hier den Bahnhof haben, den hatten wir hier. Ja, was ist das für eine Linie? In was für ein Gleis würden wir da reingehen? Das wäre wahrscheinlich die hier. Ach, das ist eh die, welche wir gerade bearbeitet haben. Okay, das können wir machen. Aber dann brauchen wir das natürlich auch zweigleisig. Das ist ganz klar. Nee, das ist nicht klar. Weil wir müssen erstmal den Bahnhof ausbauen. Ich würde jetzt hier ganz gerne das Ganze so machen, dass der ein bisschen kürzer ist und ein bisschen weiter nach vorne geht. Das funktioniert aber nicht, weil hier das Gleis im Weg ist auf der Seite. Da würden wir ohne Probleme noch ein Gleis hinkriegen. Na, dann machen wir das hier auf die Seite. Zack, okay. Und dann haben wir hier eine Kreuzung mit, wenn ich hier kurz schaue, mit der grünen Linie. Das ist die hier. Und da haben wir die Dampflok drauf. Ja gut, da kann man schon mal kreuzen. Das tut keinem weh, denke ich. Also sprich, das wäre dann so. Ja, ist ja Bahnhofsbereich. Also von daher passt das doch. Jetzt bräuchten wir aber noch eine Weiche, damit der das auch mitnutzen kann. Wenn der dann weitere Züge kriegt auf seine Linie, dann will der ja auch zweigleisig unterwegs sein. So, hier lang. Muss wieder rauszoomen wegen der Ansage. Ich liebe die Ansage, aber eben, wenn man sie dann die ganze Zeit beim Bauen hat, dann wird es schwierig. Gut, wir düsen natürlich nur bis hier hin. Düsen dann hier weg. Walmerod. Wollen wir das noch mitnehmen auf dem Weg nach München? Auf dem Weg nach Reitwein? Ich denke, nein. Weil da haben wir eine Verbindung. Nee, nee, das lassen wir. Das wäre wirklich nicht sehr clever. Aber auch hier natürlich die Weiche. Zack, damit sie eben zweigleisig das Ganze nutzen können. Und hier düsen wir doch eigentlich ganz gerne durchs Städtchen ein bisschen durch, wenn wir das können. Hier dem Wasser entlang. Dann hier lang. Jawohl, gefällt mir. Und wieder ein bisschen Richtung Wasser. Zack. Hier an der Import-Export-Dingens vorbei. Hier eine Kurve. Oh, gerne durch den Wald durch. Jawohl, gefällt mir. Wald ist immer nett. Und dann hier rein. Aber hier haben wir eben auch das Problem, was kein Problem ist. Wir brauchen hier nochmal ein Gleis. Und jetzt möchte ich schnell gucken, wenn ich das eben hier hin mache. Das müsste doch funktionieren. Ja, das funktioniert auch. Das sieht vielleicht auf den ersten Moment ein bisschen komisch aus, aber mir gefällt die Idee. Plattform. Zack, 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 zack. Ist im Prinzip auf die falsche Seite gebaut, das Gleis. Aber das ist doch nett. Hier mit dem Gebäude im Weg. Dann haben wir hier im Prinzip einen Kopfbahnhof, der dann nicht mehr weitergeht. Ich mache das tatsächlich mal so. Zack, Gleis. Dann können wir das zusammenschustern. Das war hier unten. Und schon funktioniert es bestens. Da brauchen wir für den Moment auch noch kein zweites Gleis. Das lassen wir. Was wir aber brauchen, ist eine neue Linie. Von Reitwein. Moment. Nicht die Stadt, ich brauche den Bahnhof, Herr Heisenberg. Zack, hier, Reitwein. Ich wollte auf den Namen von der Stadt klicken. So was Doofes. So, hier rein. Man sieht, die machen das, was sie machen, weil anders geht es gar nicht. Das ist dann direkt München nach Reitwein. Jawohl, das passt. We need a depot. Haben wir hier eines? Hier oben haben wir ein größeres, das führt aber hier rein. Geht da auch hinten noch ein Gleis raus? Nein, das ist dermaßen vergraben hier, da geht gar nichts mehr. Wie sieht es denn hier oben aus? In Reitwein, da haben wir ein Depot. Das führt uns hier rein. Kann man machen, das führt uns aber nicht hier vorne rein. Das könnte man aber so machen, dass er hier dieses Gleis schnell nutzt, um auf seine Linie zu kommen. Wir haben ja noch nicht so viel Betrieb, dass wir das eigentlich durchaus machen können, denke ich.
Mach das mal von hier aus kommt. Dann müsste ich hier auch reinkommen. Jawohl. Passt. Dann gibt das hier noch ein Signal. Okay, funktioniert. Dann müsst ihr, wenn wir es hier kaufen, da reinkommen. Das müsste klappen. Und jetzt, was kaufen wir hier denn Schönes? Schon wieder die Ansage. Moment. welches Gleis? Das wäre das hier. Dann wäre es diese Hälfte. Ja, eben. Das ist halt jetzt im Prinzip einfach von Start zu Start. Da würde ich tatsächlich auch irgendwie was in der Richtung hier uns gönnen. 49 Millionen haben wir. Die kosten halt tatsächlich nicht so viel. Aber sie haben halt keine Kapazität hier mit ihren 22. Das wären aber schon auch relativ schöne Teile. Hier so GTW, BTI. 3 Millionen, 2 Stück. Hätten wir 1 Million, hätten wir 40. Das kann man halt bezahlen. Weil wenn man hier oben guckt, da sind wir gleich wieder bei 20 Millionen. Und was haben wir an Geld? Wir haben 50 Millionen. Jetzt ein so ein Zug und dann haben wir nur noch die Hälfte. Das ist natürlich schon nicht irgendwie sinnbringend. Hier haben wir 12 Millionen. Wie schnell sind die Teile denn? Wo waren sie? Hier unten. 80, das reicht. Wisst ihr was? Wir machen eine Doppeltraktion aus denen. Und zwar gerne mal aus dem hier. Nein, nicht den Talis hinzufügen. Nee, ist das ist ein bisschen zu teuer. Die hier waren es. Also den hinzufügen. Und vielleicht sogar in der Doppeltraktion mit sowas Rotem. Ja, nee, das gefällt mir nicht. Das ist schöner, wenn das einheitlich ist. Gefällt mir eigentlich besser. Gut, kaufen. Können wir ja auch jederzeit ausbauen. Jetzt müsste ich aber noch ein bisschen runter. München, Reitwein. Jawohl, das müsste diese Linie sein. Man sieht auch, es funktioniert. Gleich mal gucken. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, ich denke, da können wir noch mitfahren. Das sind aber auch die Teile, wo der Stadler Turbo eigentlich draus gemacht wurde. Der fährt aber leider hier in der Gegend irgendwie komischerweise nicht mehr so oft. Ich sehe den fast nie. Das ist eigentlich schade. Ich mag das Teil. So, einsteigen. Oh, gleich Führerstand. Oh, sehr cool. Oh, sogar noch mit Bildern da. Das ist ja sehr schön gemacht, das Teil. Also das sind die Standardkameras, die ich jetzt durchzappe. Sehr nett. Gefällt mir extrem gut. So, machen wir doch gleich mal Führerstand hier. Ich werde jetzt gar nicht groß rumzappen. Warum haben wir denn hier rot? Oh, da muss ich nochmal schnell gucken. Da ist natürlich irgendwas, ist hier nicht in Ordnung. Ansage. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach, ich brauche hier vorne ein Signal. Sonst funktioniert das nicht. Sonst ist die Strecke natürlich die ganze Zeit gesperrt. Also, machen wir Signale. Ach, ich habe ja hier eh zweigleisig gemacht. Das Ganze. So, wir fahren schon wieder. Jawohl, weil das Ganze natürlich entsprechend freigegeben wird dann. So, passt. Ich hätte hier noch gerne... Ne, das lassen wir. Das ist nicht Bahnhofsding. Dann können wir das lassen. Ich würde sagen, wir fahren tatsächlich so mit. Auch hier wirklich sehr schön aufgelöst, das Ganze. Also von der Auflösung her. Aufgelöst von der Auflösung her, genau. Und wir haben 80 km/h. Es ist ja, wie gesagt, keine weite Strecke. Und jetzt werden wir das natürlich einfach wieder unter, wie soll ich sagen, unter Kontrolle halten, ob das hier reicht, direkt München-Reitwein, oder ob wir hier noch Nachschub brauchen. Also ich denke, für den Anfang reicht's, aber früher oder später werden wir hier wahrscheinlich Nachschub brauchen. Ganz klar. So, machen wir den dann nochmal. Ich weiß nicht, ich mag die Perspektive, die hat so irgendwie was, weiß auch nicht, Filmisches, keine Ahnung. Das sieht einfach cool aus, weil man dann so natürlich auch einen gewissen Tempo-Effekt hat, obwohl es nur 80 km/h sind. Das sieht wirklich aus, als wären wir schnell unterwegs. So, wir gehen nochmal kurz in die Führer, in die Personenabteilung. Wow, lass uns mal hier durchgehen. Das ist ja wirklich extrem cool gemacht. Sagenhaft, hier vor allem mit diesen Bildern noch. So, setzen wir uns mal nochmal hin. So, könnten wir noch ein Käffchen haben? Das wäre jetzt noch angenehm, aber hier hat es natürlich kein... Ein Speisewagen drin. Wir düsen nach Obermünchen. Könnten wir auch noch umbenennen. Aber ich denke halt, wir werden wahrscheinlich tatsächlich in München noch einen anderen Bahnhof hinstellen, früher oder später. Weil der ist ein bisschen kleiner. Aber weil wir halt wirtschaftlich spielen, wir können dort nicht von Anfang an gleich ein riesiges Teil hinstellen. Das macht keinen Sinn. Deswegen habe ich halt angefangen, tatsächlich mit diesem kleinen Bahnhof. So, hier geht es ins gemeinsame Gleis rein. Ja, da kommt aber keiner. Vielleicht kreuzen wir noch. Je nachdem, wenn der andere Zug auch gerade unterwegs ist. Sehr schön mit das Teil ein von München.
cool. Mit stoischen 80 km/h, da lässt er sich überhaupt nicht beirren. Düster Richtung München. Jetzt haben wir irgendwie noch einen Tooltip bekommen, das lasse ich aber. Den sieht man natürlich jetzt nicht, weil wir hier in der Kamera drin sind vom Zug. Sobald ich Escape drücke, müsste ich das Teil sehen. Aber wir brauchen die Tooltips im Moment zumindest sicher nicht. Aber ist natürlich gut gemeint, ganz klar. Da sind wir mal wieder am Tipp erscheint für Leute, die das Spiel noch nicht so kennen. Da kann man eigentlich nicht viel dagegen haben. Das ist ziemlich sinnig. Da haben wir noch den Bauernhof, genau. So, dann mal schnell runter. Und dann düsen wir mal noch in den Bahnhof rein. Oh, schönes Geräusch. Ich mag es, wenn es so klingt, weil das klingt nach Zug. So, ja, er holt aus. So, und schon sind wir drin im Bahnhof. Gleis 10, Einfahrt, genau. Cool, da ist der Tooltip. Die Icons, jawohl. Bestens. Ja, gucken schnell, ob hier schon was passiert ist. Direkt München, jawohl, 23 Leute warten. Passt. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Wir verdienen Geld, wir haben keine Schulden mehr, die Züge fahren, mir gefällt's. Ich hoffe, euch auch. Macht's gut, bis hoffentlich moin. Tschüss. Nein, nicht ein Autosave, aber nicht jetzt. Moment, machen wir nochmal? Also, ich hoffe, hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich moin wieder. Macht's gut, wehe, jetzt kommt nochmal ein Autosave. Danke fürs Zusehen, bis moin. Tschüss.